Hallöchen, wieder meine neue Runde Call of Duty Cold War und im heutigen Video natürliche Neuigkeiten über Saison Nummer 1. Mit dabei wäre ein neuer Operator, neue Waffen, neue Karten und vieles weitere mehr. Natürlich momentan könnt ihr auch hier ein Bündel freischalten in Call of Duty Cold War mit ein paar kosmetischen Items wie hier Visitenkarten, Embleme, eine Waffenvariante. Gerne abchecken, gerne freischalten, gerne euch holen. Mit dabei wären natürlich noch hier im heutigen Update ein paar kleinere Änderungen. Da wurden Spielefehler behoben, auch bei den Waffentarnungen wie bei der Diamanttarnung. Und noch mit dabei hätte ich hier im heutigen Video noch ein paar andere Informationen über Call of Duty Cold War. Wenn es euch gefällt, dann gerne dranbleiben, gerne meinen Waffenguide abchecken, gerne nachbauen. Und ja, natürlich alle Informationen natürlich unten verlinkt in den Kommentaren. Gerne abchecken und dann starten wir mal direkt durch mit dem Waffenguide. Und im heutigen Video natürlich komplett geil die Waffe. Mit ein klein wenig mehr Schaden und Reichweite gebaut. Tja, die Waffe könnt ihr ganz einfach nachbauen. Mit einem Reflex habe ich heute gespielt. Könnt ihr gerne machen, wie ihr wollt. Mit dabei hätte ich aber hier SOCOM Eliminator für die Treffergenauigkeit und werdet nicht auf dem Radar markiert. Mit dem letzten Lauf Sonderkommando macht ihr mehr Schaden und habt mehr Reichweite. Feldagenten Vordergriff total wichtig für die Treffergenauigkeit und Vandalen Schnelllader für die Muni. Mit dabei hätte ich hier noch Schlipp und Lanz, Slamtags, Richtmikrofon. Dann bei den Perks hätte ich hier Daten weiterleiten, Splitterschutzweste, Attentäter, Blinderer, Ganghau und Kaltblütig mit dabei. Dafür braucht ihr hier die Wildcard extra Gear. Und ja, mit dabei wäre noch eine kleine Änderung hier bei Call of Duty. Ja, endlich könnt ihr die Zielhilfe komplett deaktivieren oder einstellen, wie ihr möchtet. Ihr habt dafür verschiedene Modi, auch gleich wie in Modern Warfare. Oder ihr könnt eigene einstellen, wie ihr wollt. Gerne abchecken, gerne probieren, gerne nachmachen. Und ja, dann starten wir durch mit dem Gameplay. Im heutigen Gameplay natürlich in der Runde Nuketown. Die Runde habe ich schon aufgenommen vor dem Update. Aber naja, wir werden natürlich hier nach dem Update noch gute Runden hier erspielen. Endlich wurden auch die Probleme beim Unaimen hier behoben. Controller-Einstellungen allgemein fehlten am Anfang. Die Reaktionskurve kam rein, Aim Assist kam mit rein und wurde nochmal hier feinjustiert, wodurch es natürlich jetzt angenehmer ist, man nicht immer auf den Gegner irgendwie kleben bleibt oder halt ja die Wand unaimt und man nicht wegkommt vom Fleck. Die Probleme hatte ich immer die Tage, hab mich drüber aufgeregt und das wurde endlich behoben. Mit dabei natürlich hier die Raketenwerfer. Da habt ihr Tarnungen, die echt lange dauern, hier drei Leute töten oder mehr. Die wurde leichter gemacht und auch einige Probleme wurden da behoben. Bedeutet, wenn ihr gerade keine Diamanttarnung frei habt, nochmal Spiel runterladen, nochmal Spiel updaten und im Normalfall habt ihr dann eure Tarnung wieder. Tja, wegen den Tarnungen, die werde ich natürlich alle hier noch durchgrinden. Ich werde auf Dark Matter Ultra gehen und da wurden allgemein einige Punkte nochmal verleichtert. Mit dabei wäre ein Update natürlich hier von der Performance hier ein kleineres Update für die Server, damit das Spiel ja, flüssiger läuft, weniger Probleme hat und ein wichtiger Punkt. Wir haben natürlich auch ein paar kleine Leaks bekommen. Unter anderem wurde hier bestätigt, wir bekommen hier Feuergefecht rein, Feuergefecht-Turniere, 4 Karten dafür. Bei Feuertrupp kommt eine Karte rein, bei Bodenkrieg kommt eine Karte rein, im Multiplayer kommt einmal Raid rein. Raid müsste eigentlich jeder kennen von euch. Und eine weitere Karte hier. Mall in the Pines wurde hier geleakt. Eine Karte, die ihr im Trailer hier schon erkennen könnt. Mit dabei wäre im Trailer der neue Operator namens hier Stitch. Ein cooler Operator, nur mit einem Auge. Und ja, mit einer coolen Rüstung eigentlich. Ich kann euch gerne Bilder einblenden oder halt unten rein verlinken, wenn ihr Bock habt, gerne abchecken. Und ja, wir hätten noch mit dabei die Mac 11. Die wurde ja ein paar Mal geleakt. Die wurde jetzt doch nicht reingebracht, sondern die Mac 10. Ja, die Mac 10 wurde in den Daten gefunden. Gleich wie die Grocer, die AR, die ich auch schon ein paar Male geleakt habe. Und noch mit dabei wären noch neue Modi wie Catch the Flag. Dann wurde nochmal hier Herrschaft, Team Deathmatch gefunden. Und noch ein paar andere weitere Modi. Natürlich hier eine ganze Liste hätte ich hier unten nochmal verlinkt für euch. Und ja, wegen meinem Waffenguide gerne nachbauen, gerne probieren. Denn ich finde die KSP echt underrated. Eine gute Waffe mit Burst, mit ein klein wenig Übung auch eine geile Maschinenpistole auf gute Reichweite. Aber, ja, wenn ich ehrlich bin, lieber Vollautomatik. Na gut, checkt gerne meine anderen Waffenguides ab, wenn ihr drauf Bock habt. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und Like freuen. Und an der Stelle, meine Freunde, haut rein und goodbye.